Moin Freunde, wie versprochen, heute kleines Tech-Video und zwar zur S&T DSR1. Schauen wir uns kurz ein paar Punkte an und ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Fangen wir vorne gleich mal beim Zweibein an. Das habe ich ja im Review schon angesprochen. Das ist praktisch unsere Teller hier im eingeklappten Zustand. Wenn sie hier rumwackeln, den gesamten Laufmantel und die obere Schiene hier ziemlich zerkratzen und Macken reinmachen, ist zwar für den, ja, für Spieler, sage ich mal, relativ uninteressant. Wer aber sein Modell liebgewonnen hat und hier Kratzer vermeiden möchte, zieht sich hier einfach einen Schrumpfschlauch drauf. Und wie, das zeige ich euch mal kurz. Wir besorgen uns zunächst mal einen 30 mm Schrumpfschlauch, am besten natürlich in schwarz. Falls ihr jetzt nur einen herbekommt mit so einer Schrift drauf, sucht euch am besten irgendwie eine Stelle aus ohne Schrift oder so, sieht sonst ein bisschen bescheiden aus und schneidet dann 15 mm von dem Schrumpfschlauch einfach ab. Wenn möglich bitte etwas gerade und nicht so krumm wie ich. Dann nehmen wir einfach unser Zweibein her, ziehen den Teller ein bisschen raus, ziehen den Schrumpfschlauch ganz leicht ein bisschen auf und stülpen diesen über den Teller drüber. Jetzt richten wir den ganzen Schrumpfschlauch etwas aus, dass er schön mittig sitzt. Komplett einmal außen rum. Bisschen hier noch hoch, hier noch ein bisschen hoch. Ja, so passt es schon. So, dann einmal Feuerzeug und jetzt bitte Schrumpfschlauch immer etwas drehen dabei. Ansonsten wird es ziemlich uneben und passt dann auch nicht wirklich gut drauf. Also einmal Feuerzeug und das Ganze ordentlich schön langsam drehen. So, können wir innen noch ein bisschen und hier unten noch ein bisschen. So, und schon haben wir einen schönen gummierten Teller unten. Könnte es noch ein bisschen heiß sein? Ach nö, geht sogar. Falls ihr zu viel abgeschnitten habt, schneidet einfach den Überhang, was sich nicht zusammenzieht, mit einem Skalpell hier unten ein bisschen ab. Aber bei mir hat es jetzt hier recht gut gepasst und sitzt einwandfrei. So, dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Wie bereits im Review angesprochen, unbedingt, falls ihr euch die Waffe zulegen solltet, die vordere Schraube oben drauf am Zweibein entfernen, Schraubensicherung drauf, circa ja, eine mittelfeste, vollkommen ausreichend, und dann die Schraube nochmal ordentlich festziehen. Denn die löst sich echt verdammt schnell und dann kann es passieren, dass irgendwann das gesamte Zweibein abfällt oder extrem wackelig an der Waffe sitzt. Also Schraube raus, Schraubensicherung drauf und fest ist das Ding. So, dann kurz zum Verschluss. Haben wir uns ja im Review auch schon angeschaut. Standardmäßig wäre der Verschluss schwarz beschichtet. Aber die Beschichtung löst sich ziemlich schnell und dann entstehen hier sehr unschöne Kratzer und Schleifspuren am Verschluss. Hat mir überhaupt nicht gefallen. Gut, dem einen oder anderen wird es wahrscheinlich egal sein, mir nicht, denn für mich ist es ein Sammlermodell. Ich werde es nicht aktiv auf dem Spielfeld betreiben, die Waffe. Ich habe meinen Verschluss komplett entfernt, mit einem 800er Schleifpapier komplett abgeschliffen, die Beschichtung, und dann nochmal sauber aufpoliert. Macht jetzt optisch auch noch einiges her, wie ich finde, und die Schleifspuren sind nicht mehr so hart sichtbar. Da jetzt doch des Öfteren im Review schon die Frage aufkam, welches Zielfernrohr und Montage hier verwendet wurde, zunächst mal ist ein Sutter 3-12x56, kostet rund 200 Euro, also nicht ganz günstig das Teil, bin aber sehr zufrieden damit, sehr schönes Absehen, sehr schönes scharfes Bild und auch die Randschärfe geht für den Preis vollkommen in Ordnung. Also um einiges besser wie, sage ich mal, so ein 60 bis 70 Euro Airsoft ZF. Gibt aber natürlich auch sehr gute andere Zielfernrohre im 200 Euro Bereich. Hier müsst ihr euch vorher auf jeden Fall anständig informieren. Dann von der Montage her ist eine Otto Repa Blitzmontage. Diese ist aber standardmäßig leider nur für 40er Objektive gedacht. Also 50 und 56 mm Objektivdurchmesser leider nicht passend. Hier wurde einiges bearbeitet, habe ich jetzt auch noch nicht neu lackiert, werde ich noch machen. Dadurch seht ihr jetzt aber die Bearbeitungsspuren. Zunächst mal hier vorne mit einer Rundfeile einiges an Material abgenommen.
hier oben und auf der gegenüberliegenden Seite natürlich genauso, damit unser Objektiv hier vorne genügend Platz hat. Es geht eigentlich relativ simpel, ist nur Aluminium, lässt sich sehr leicht feilen. Da setzt er einmal an und nimmt gleich mal 2 bis 3 mm Material ab. Also geht echt ziemlich easy, kann jeder zu Hause nachmachen. Und auch hier hinten musste ich ein bisschen Material abnehmen, habe ich ein bisschen abgesägt, so circa ja, 5, 6 mm, damit der Einstellring hier hinten genügend Platz hat von unserem ZF. Geht aber wie gesagt ziemlich easy, bekommt jeder normal zu Hause hin. Dann hier vorne finden wir noch die obere Picatinny-Schiene, die ist standardmäßig von der DSR, von der Vorderschaftauflage unten. Die habe ich mir hier oben drauf geschraubt, einfach 2 kleine Löcher reinbohren in die Mount, Gewinde reingeschnitten und das Ganze fest verschraubt. Denn die kleine, welche normalerweise bei der Repa-Mount dabei ist, hat hier hinten leider nicht mehr genügend Platz vom Einstellring her. Also lässt sich nicht mehr einstellen. Ja, finde ich ziemlich geil. Im Bruce gefällt es überhaupt nicht. Der steht lieber auf die Originalmontage von der DSR1. Ich finde es halt absolut geil und bin sehr zufrieden damit. So, dann noch kurz zur Springbacke. Standardmäßig weist die Original DSR eine gummierte Springbacke auf, welche jetzt bei der S&T-Version, also beim Airsoft-Modell, leider nicht gummiert ist. Hier habe ich mir einfach von Amazon ja, so eine Gummiplatte bestellt. Ist so eine ziemlich große DIN A4-Platte. Kostet ja ca. 2 bis 3 Euro, 1 mm stark, selbstklebend. Habe mir hier einfach ein kleines Stück rausgeschnitten, so ein kleines Rechteck mit dem Skalpell. 10 cm in der Länge und 30 mm in der Breite und das Ganze einfach draufgeklebt, damit meine jetzt auch gummiert ist. Kommen wir zum wichtigsten Teil dieses Videos und zwar zur Leistungsoptimierung. Ich habe jetzt hier das High-Flow-Ventil und meine modifizierte Version von dem Auslassventil, das Übergangsventil, finden wir am Magazin hier vorne drin. Hier haben wir jetzt 3 Versionen. Zunächst mal Originalversion. Seht ihr vielleicht schon die Unterschiede? Originalversion, Zentrierbohrung mit 2,2 mm. High-Flow-Ventil mit einer Bohrung von 4,5 mm. Und meine modifizierte Version mit einer Bohrung von 3,2 mm. Ja, jetzt werden sich die meisten denken, okay, warum bringt das High-Flow-Ventil dann weniger wie mit dem größeren Durchmesser weniger Leistung wie meine Version mit 3,2 mm. Ist recht simpel erklärt, wenn wir das Ganze jetzt mal auf den Kopf drehen. Praktisch steckt so rum im Magazin drin. Jetzt hat meine Version hier unten noch ja, eine kleine Angriffsfläche, sage ich mal, fürs Gas, welche hier bei dem High-Flow-Ventil fast komplett fehlt. Dadurch drückt das Gas von unten noch ein bisschen stärker gegen unser Ventil. Und dadurch dichtet das Ganze wesentlich besser am O-Ring vom Verschluss ab. Des Weiteren, vielleicht auch recht gut zu erkennen im Video, ich habe bei meiner Version 2 neue O-Ringe angebracht. Einmal hier unten und einmal hier oben etwas größeren. Dadurch dichtet das Ganze natürlich auch noch ein bisschen besser ab. Wenn man sich hier mal das High-Flow-Ventil anguckt und das Original, der O-Ring ja, kann eigentlich nicht abdichten, der sitzt hier komplett in der Fräsung drin und dichtet dadurch natürlich nur bedingt gut zum Gehäuse ab. Läuft zwar ein bisschen leichtgängiger hier innen drin in der Hülse, aber auch meine Version, wie gesagt, ein bisschen straffer, aber läuft dennoch problemlos. So, wir halten fest, für ein bisschen mehr Leistung bzw. für Leistungssteigerung entweder ganz easy die High-Flow-Ventile installieren. Wer das Ganze, ja, oder wer seine Standardventile etwas modifizieren möchte, einfach die Originalventile hernehmen oder Übergangsventil und die Bohrung von 2,2 auf 3,2 mm aufbohren. Natürlich darauf achten, dass er schön zentriert ist und nicht irgendwo daneben geht. Wer dann noch ein bisschen verbessern möchte, einfach am besten ein bisschen größere O-Ringe anbringen. Blende ich euch hier unten ein, welche Größen ich hier verwendet habe und dann funktioniert die DSR um einiges besser. Installation High-Flow-Ventil eigentlich ziemlich simpel. Ihr benötigt einen sehr breiten Schraubendreher und löst einfach hier vorne euer Übergangsventil. Dann einfach Original-Inlay raus, High-Flow rein. Könnt ihr vielleicht noch ein bisschen Silikonöl anbringen oder wie gerade schon angesprochen, ja, einen etwas größeren O-Ring, damit das Ganze besser abdichtet. Reinstecken. Auf die Feder drauf und das Ganze einfach wieder festziehen.
Falls ihr größere O-Ringe installiert, habt ihr auch noch einen ganz kleinen Vorteil. Und zwar, wenn man mal vergleicht hier beim Originalventil mit Original-O-Ring, diese sitzt ja fast bündig mit unserem Tank. Meins mit den etwas größeren O-Ringen steht hier ganz leicht etwas weiter raus. Circa, ja, vielleicht einen halben Millimeter, vielleicht 0,6. Noch ist dadurch ein kleiner Vorteil, da natürlich unser Ventil dadurch etwas höher fahren kann und dadurch natürlich etwas weiter in den Verschluss bzw. in den inneren O-Ring ja, hineingedrückt werden kann. So Freunde, dann würde ich sagen, schauen wir uns mal die Ventile im Vergleich an. Haben wir nochmal einen schönen Chronotest gemacht mit 0,3 Gramm Nonix BBs, Raumtemperatur ca. 19 bis 20 Grad Celsius. Haben wir mal verglichen, Originalventil, High-Flow-Ventil und dann meine modifizierte Version. So, Energie passt soweit. Jetzt haben wir nochmal einen neuen Schusstest für euch gemacht. Und zwar einmal die Standardausführung, sprich Standardlauf, Standard-Hop-Up. Und dann nochmal jetzt mit meiner Version, sprich Edge-Ski-Lauf 550 mm 6,01 in Kombination eines Lonix-Hop-Up-Buckings in der harten Ausführung. Ergebnis war ich ehrlich gesagt selbst ein bisschen überrascht, kann sich ziemlich sehen lassen. Distanz 45 Meter, Lonix 0,3 Gramm BBs verwendet. Und die Zielgröße wie immer DIN A4. So Freunde, das war es eigentlich schon wieder. Ein ziemlich kurzes Tech-Video, aber ich glaube, wir haben die wichtigsten Punkte heute mal abgebacken von der DSR1. Falls im Laufe der Zeit doch noch irgendwas auffallen sollte, wo man was modden könnte oder falls irgendwas ziemlich schnell kaputt gehen sollte, werde ich euch auf jeden Fall ein Tech-Video drüber machen. Ansonsten bedanke ich mich wieder recht herzlich, dass ihr zugeschaut habt. Wenn Fragen sind, Kommentarfeld. Wenn es gefallen hat, Like und Abo. In dem Sinne, vielen Dank und man trifft sich.